Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play X4, in dem mittlerweile das Timeline-Update draußen ist, schon ein bisschen länger. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich wieder reinkomme ins Spiel, weil Convention-Zeit und die ist immer noch. Deswegen werden die X-Aufnahmen jetzt auch noch ein bisschen hakelig sein und ich werde noch Timelines extra machen. Weil, so wie ich es gesehen habe, ist es quasi, wenn ich es richtig erkannt habe, ein eigenständiger Bereich. Spiel in sich abgeschlossene Szenarien erlebe eine Raumhandlung voller Geheimnisse und galaxieverändernde Ereignisse. Was so heißt wie, das Ding ist unabhängig von unserem jetzigen Spiel, außer, dass wir, glaube ich, dann Sachen bekommen für hier, für unser Universum dort. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, wie das läuft. Deswegen, das werde ich mir mal demnächst in den nächsten 2 Wochen zu Gemüte führen. Mit eigener Liste, Plays zum Angucken, wenn man nach von Anfang bei mir mal mit drin, denn ganz ehrlich, das ist Neon. Oh Gott im Himmel. Das ist mir jetzt interessant. Das ganze Interface sieht da etwas schön aus, muss ich gestehen. Ziemlich viel schöner sogar. Ja, das wurde versichert, familiert sind. Ach, genau. Wir sind gerade hier noch. Sie können weiterfliegen. Das fällt mir doch. Noch hier ist das Problem, dass wir hier fast verteidigen müssen. Aber wir müssen auch gleichzeitig, glaube ich, noch was angreifen. Genau, das seid ihr mit dabei, den Sektor 2 uns zu bereinigen. Und wenn der bereinigt ist, können wir alles zurückschicken und die gesamte Armee hier oben hinstellen. Quasi in Wartestellung. Dann passt das auch für den Moment. Aber eine Kleinigkeit, die ich noch machen wollte, ist folgendes. Wir haben ja immer noch große Probleme, gerade mit Computronik-Substrat. Ich weiß nicht, ob wir das Grundlagen, logistische Übersicht, Wasserstoff. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon mal noch gemacht gehabt, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Das wird nicht weiterverarbeitet. Das passt, das passt, das passt. Wir haben 2 auf dem Lager, muss noch ein bisschen mehr hin. Das heißt, wir bräuchten hier Flüssigkeit, Flüssigkeit, Flüssigkeit und noch mehr Flüssigkeit. Ich wollte gerade sagen, was geht denn hier ab? Sind wir denn in der Lage? Jetzt muss ich gerade mal echt gucken. Kaitos. Ach, ihr werdet gerade schon gebaut. Okay, 6 Millionen habe ich. Dann habe ich das nur in Auftrag gegeben. Alles klar. Dann müssen wir kurz warten, bis die Feinde fertig sind. Ich muss mich noch weiter vollpumpen. Ah, und eine Kleinigkeit möchte ich noch machen. Das ist, geht mir das ganze Zeit schon. Also wir haben Servitoren für alles drum und dran. Die nehmen wir einfach nur Servitor 1, 2 und 3. Das können wir natürlich so nicht machen. Du bist... bam, 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 bam. Informationen. Du bist jetzt quasi... ein... Konstruktionsservitor Nummer 1. Nachdem wir einen ja verloren hatten, leider. Servitor 1, zack, kopieren. Wunderbar. Und dann sag mal, du bist quasi Nummer 2. Dann hat sich das nämlich auch mal erledigt. Zack, das S da vorne kommt noch weg und gut ist. Yep. Konstruktionsservitor 2. Okay, beide sind am Bauen. Nichts anderes wollte ich doch. Schauen wir nochmal, Schiffe kaufen. Können wir das vielleicht noch machen nochmal? Gas. Oha, du bist ziemlich dunkel geworden. Loadout schwer. Du kostest 20 Millionen, nein, schwer. War dir schon immer so teuer? Eine Reihenschürfe auf schwer. 20 Millionen. Ich glaube, die waren immer so teuer. Ich glaube jetzt mal ja. So, warten, bis der Rest noch vorhin fertig ist. Dann können wir sie quasi als Paketchen schicken. Nebenbei können wir mal kurz gucken. Wie schaut es denn aus mit unserem Angriff da hinten? Ihr seid auf dem Weg hoffentlich. Ich denke mal ja. Bin gerade selber ein bisschen verwirrt. Was ist denn da unten? Der Schwanengesang? Okay. Zack.
Koordinierter Angriff bitte machen. Yep, das müsste soweit hinhauen. Eventuell runterwarpen, wenn es geht. Yep, ihr seid alle da. Und im Bestfall greift er bereits an. Schauen wir doch mal rüber. Lasst ihn anschauen. Oder auch noch nicht. Ist sogar noch im Aufbau, stelle ich gerade fest. Okay. Und da oben sind meine ganzen Truppen. Alles klar. Dann wird es noch kurz einen Moment dauern. Bis ihr... Hups, das müssen wir machen. Nochmal. Bis ihr soweit seid. Gerade ausgerichtet. Ich würde sagen, jetzt ziemlich weit unten. Informationen anzeigen lassen. Alles sind am Angreifen, stelle ich fest. Yep, das sollte ziemlich schnell gelöst sein. Mhm. Die Hülle geht nach unten, oder so als andere. Oha. Takas Zusammenbruchstation wird angegriffen, bitte was? Nicht du hier, sondern... Du hier, Überfalltruppe. Ich glaube jetzt mal, wenn ich da hingehen würde... wo ist denn Livestream? Ich sage jetzt mal, das würde uns nicht viel bringen. Also, wir sehen gar nichts. Meine Damen und Herren, Sie sehen, dass wir nichts sehen. Eine Außenansicht wäre recht schön. Ne, das war jetzt nicht das, was ich eigentlich sehen wollte. Kamerawechsel mit F6, okay. Heiliger Orden? Bitte, was? Wo sind wir denn jetzt unterwegs? Na, ich glaube mal... Ah, schon besiegt. Ja, das war klar. Das war klar, dass das eine lange... Fundbüro. Ja, das war unterwegs gewesen. Das war klar, dass wir da nicht so lange Probleme haben werden bei irgendwas. Wenn hier irgendwas rein und raus springt, haben wir dich. Ja, wir haben dich hier. Du Scheiß abfangen. Wir haben sogar Speer von Odin. Wäre sogar auch noch in der Region. Falls wir irgendwelche Probleme hätten. Ich sage jetzt mal Nein dazu. Aber man weiß ja nie. So, wie schaut's denn aus? Noch 2 Minuten. Ah. Unschön. Unschön, nervig. Dann komm. Ihr müsst fertig werden. Ihr werdet ganz dringend gebraucht fürs Kompostronik-Substrat. Sonst kann ich meine Fallstellung nicht bauen. Komm schon. Gewinne fahren wir ein. Eine Handvoll davon. 6 Millionen. Ich warte noch auf die nicht besseren Gewinne. Und bist du soweit? Ich warte noch darauf, dass sie in den Wartemodus umsteigen. 3, 2, 1 und komm. Ich sag, du bist im Wartemodus, ist egal. Dich und dich hier. So, ihr drei. Kommt mit. Seid hier quasi mit dabei für Kommandanten Schürfen, Alpha-Schwadrone und hier erstmal hinfliegen. Sitzpassen und Adeptus Ressursus, ja, du bist so eine Station, die brauche ich gar nicht, aber was soll's. Was wir haben, haben wir mal. Willst du mich verkackeiern? Wir haben gerade einen Osaka verloren, weil er nicht in der Lage war, Abstand zu halten, so wie es ausschaut. Osaka sind teuer. Möchte ich es mal so erwähnt haben. Die sind nicht gerade günstige Natur. Aber ja. Man merkt, die KIs. Manticore zerstört. Grausamer Vorstoß 2. Was? Grausamer Vorstoß 2. Manticore zerstört. Schrott, Überfallraptor? Warum seid ihr hier? Raumanzug? Okay.
ungünstig. Ich will nichts sagen, aber wir haben hier Patrouille mit Osakas. Das wäre äußerst zuvorkommend, wenn die anfangen würden, den Sektor zu verteidigen. Das wäre sogar bevorzugt. Ich sagen, jetzt, da haben sie es. Okay. Meinen armen Manticore abschießen. Ich glaube, es hakt ein bisschen. Ja, die greifen jetzt die Station an. Das macht nichts. Jetzt kommen die Überfalltruppen und alles drum und dran. Mhm. Damit kann man leben. Damit kann man mehr als leben. Wie schaut es denn hier mittlerweile aus? Ein bisschen wird drum gewackelt, aber insgesamt sollt ihr es eigentlich klatschen können. Hoffentlich zumindest ohne irgendwie wieder was kaputtgeschossen zu bekommen. 31 Verteidigungsplattform. Ich hoffe, die anderen sind keine Verteidigungsplattform mehr, sondern einfach nur noch irgendwie aber nur ganz normale Stationen. Immer noch 6 Millionen, Handel ausstehend. Na komm, 22%. Es muss so lange dauern, muss das Ganze. Bis die mal richtig besiegt sind. So, was schaut es denn sonst noch aus? Wir haben dich hier und dich hier. Das passt. Wir haben dich und dich hier. Wir haben hier Bergbau und Energieverteiler, die für durchkommen wollen, aber es nicht schaffen. Das ist schon mal in Ordnung. Wie schaut es denn aus mit dir hier, Tokio-Klasse? Wie viele Schiffe hast du denn eigentlich bei dir unten drunter? 31 Stück. Oder 31 Gladius. Wie viel kann die Tokio-Klasse denn überhaupt aufnehmen? Das ist das nächste natürlich. Haben wir nicht einen Wikipedia-Eintrag diesbezüglich? Da nicht. Okay. Dann machen wir es anders. Wir gehen zur Hauptwerft. Ja, komm mal her. Schiff kaufen. XL, die Tokio-Klasse, voll ausgerüstet. S-Docks sind 18 Stück im Dock und in der Kapazität sind bei 58. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zum Aufnehmen. Haben wir denn welche, die wir rüberschicken können momentan? Haben wir da ein bisschen was übrig? 6 Stück, ja, yep, das können wir machen. Das ist kein Eck. Dann sagen wir nämlich, ihr 6 kommt mal hier rüber. Zack. Kommandanten verteidigen, Stellung verteidigen. Alpha 6, 7. Wunderbar. Hätte man eine Ladung mehr. Ihr solltet theoretisch alle gleichzeitig starten. Yep. Sitz passt und hat Luft. Die Frage ist gerade, warum wir keine Kohle mehr verdienen. Normalerweise müsste eigentlich hier im Brades Grundlagen überschwemmt sein von Materialien. Wichtige Übersicht. Ah, es fehlt Erz. Ich würde sagen, Erz ist aber unterwegs. Haben wir denn Logistik? Schätzwert abgeben. Das ist mal was ganz Neues. Dass wir alles außer Erz haben. Deswegen kauft ja gerade relativ wenig. Nein, okay. Machen wir, machen wir. Erz haben wir. Jägerschwadron haben wir auch ziemlich viel, stelle ich gerade fest. Erz sammeln im Hauptgebiet. Ich bitte doch darum. Zack. Schiffe kaufen. L. Mineralienschiffe, 2 Stück davon. Hinzufügen, yep. 3 Stück sogar. Ja, warum nicht? Bestellung bestätigen. Und dann sind die in ein paar Minuten soweit fertig. Mal eben 50 Millionen ausgegeben. Das ist nicht gerade wenig. Muss man schon mal ansehen. Das ist nicht gerade wenig, aber es sollte helfen, sagen wir es mal so. Okay, dann hatten wir noch euch hier hinten. Ja, nochmal nachgucken. Baulager. Na, guck mal an.
Ich hätte gerne Flottenbefehle. Flotte Primus. Zack. Kannst du nicht für den warten. Das ist ein bisschen ungünstig. Flotte Primus. Zack. Ja, das sollte theoretisch ziemlich nah dran sein. Schauen wir doch mal. Okay, halt. Raumwerft. Angriff koordinieren. Und Befehl abbrechen. Zack, wunderbar. Ich wollte gerade sagen. Weil ihr nämlich gerade volle Kanne in den Angriffsbereich reingeflogen seid, würde ich mal behaupten. Yep. Ganz schnell. Soviel zu dem Thema. Ganz schnell weg. Yep, das war mein Fehler. Das war definitiv mein Fehler. Eine zweite Osaka quasi verschwunden, aber wir haben den Raumdock zumindest mal gefunden. Das ist schon mal. Schießen die da unten? Ich glaube, die schießen da unten. Unschön. Logistiker 3. Sind mir jetzt schon so sicher, dass ihr hier euch hinbewegt. Auch nicht schlecht. Lass mich mal angucken. Ja, die Greifenkerve dann von oben an. Der Dock wird fallen. Würde ich mal behaupten. Ja, das sollte auf jeden Fall hinhauen. Sitzpass hat Luftzang. Die normalen Sachen nur angegriffen werden, ist alles wunderbar. Hätte man dich und danach können wir mal gucken, ob wir noch was finden. Aber ich glaube eher weniger. Das ist ein Baulager, aber das wird nicht weiter bedient werden. Wir haben dich sicher hier. Die Matrix müssen wir dann noch vollends einnehmen. Also wir müssen ziemlich viel noch machen. Freibeuter. Na, viel Spaß mit dem Freibeuter, aber auch. Okay, was haben wir denn hier? Ein Händler in der Farm. Handel mit Lager. Die verkaufen nichts, weil sie nichts haben. Ah, stimmt, das war das Ding. Dass wir da gar nichts mehr machen können. Weil ich so ein bisschen verratzt habe, das Ganze. Was soll's, was soll's. Schiff 1 ist fertig. Ja, arme Osakas. Ich hoffe mal, dass wir nicht noch eine zweite verlieren. Ja, so ist zerstört. Familie Zinn, ja. Okay, was ist in Zinn schon wieder los? Tokio-Schiff, ein Carver hier unterwegs. Du warst hier unterwegs, du ebenso. Dumme Frage. Haben wir nicht noch Reparaturschiffe hier? Du sagst so ein Servitor? Oder Flotte Trios? Ne, Trios war das. Sekundus. War das da hier? Flotte Primus? Ich hätte schwören können, ich hätte noch irgendwo Reparaturschiffe untergebracht. Theoretisch zumindest. Hier eine Honshu. Bei Sekundus ist eine Honshu mit dabei. Okay. Aber bei dem hier nicht. Die Honshu ist nicht mehr vorhanden. Deswegen können die anderen noch nicht reparieren. Ja, okay, was soll's. Was soll's. Für den Moment noch egal. Hallo Bergenschiffe. Wie schaut's denn hier aus? Wird ein bisschen angegangen von Verteidigungsdrohnen. Aber ich würde es mal behaupten, das ist das geringste aller Probleme, solange ihr nicht direkt angreift. Das lassen wir so durchgehen. Das wird schön hauen. Da bin ich mal
positiv eingestimmt, dass das hinhauen wird. Raumanzug. Ja, ich bin herzlos an der Stelle. Darum kann ich mich jetzt echt nicht kümmern. Ich bin. Neue, die gibt's wie Sand am Meer. Das passt schon, das passt schon. Ich weiß, böse, böse, böse. 10,8 Millionen. Bolo wurde zerstört im Asteroidengürtel. Eine Bolo. Ich glaube, Bolo war noch was Kleines, oder? Schiff kaufen. Ja, Bolo war was Kleines. Okay, die können sich auch nicht wirklich wehren. Gebe ich zu. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Ah, theoretisch müssten es sogar jetzt die anderen mal angekommen sein. Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Ja, hier. Information. Entfliegen und weg. Zack, Information, entfernen weg. Es wird nur Nummer 3 eigentlich. Aber gut. Der wird schon noch irgendwie kommen. Und er hat alleine seinen Weg gefunden. Das kann natürlich auch gut sein. Sadle, der letzte von euch noch. Auf dass wir weiter. Dankeschön. Unser Zeug bekommen können. Du, du, du. Ihr seid alle dafür, das Ding hier, zack, weit zu schürfen. Alpha-Trupp. Ihr solltet eigentlich nah genug dran sein, dass ihr euch nicht dirigieren muss. Theoretisch zumindest. Ja, yep, ihr bewegt euch weg. Okay. Was ich jetzt nicht ansehen möchte, sind die 5 Millionen Linien. Kann ich das wegmachen? Filtereinstellungen, da was nicht. Bergbau, andere Sachen. Ja, besser. Wesentlich besser. Da sieht man so ein bisschen was. Wir haben hier unseren Handel. Hier dich und da. Du auch. Kaufen und verkaufen haben wir. Mineralien, Bergbauschürfen. Ich hatte eigentlich gedacht, hier gibt es auch ein bisschen was. Eigentlich ja. Da habe ich da mal zu viel bereits hier gemacht. Das kann gut sein, dass wir gar nichts mehr haben hier. So, wie schaut es denn da aus momentan? Es geht. Man muss auch gestehen, Raumdock ist ein Riesending. Also den runter zu ballern, das gehört schon ein bisschen was dazu. Wir können ja mal während den Sinser gucken zu Gaudi. Das wird jetzt echt unterschön werden. Ja. Ich will jetzt mal behaupten, da können die nichts dagegen machen. Hoppale. Sind wieder ein paar Trönchen rausgekommen. Jep, sind sie. Läufst du die Ansicht? Schauen wir doch mal. Ah ja, ich bitte dich. Da wird fast jedes Modul zeitgleich angegriffen. Da sehen die nichts mehr. Auch wenn sie jetzt versuchen zu reparieren, das sind einfach viel zu viele Schüsse. Und ich bin froh drum, muss ich sagen. 57 und immer schön weitermachen. Auch die kleinen Dingerchen. Osaka, warum fliegst du so nah ran? Bist du des Wahnsinns? Wo schon wir drauf gehen? Ja. Ich habe keine Ahnung, warum die Rosaria sowas machen. Das ist vollkommen Humbitz. Weil sie müssten ein bisschen hier und dort ein bisschen anders hinputzen, aber grundsätzlich ist das schon eine dumme Sache. Transportreport ist gegossen. Ah, okay. Sollen sie euch noch mehr ausbauen? Das passt dann schon. Ja, wir brauchen nachher noch mehr Osakas. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. Hätte ich ihn aber auch. Überfallraptor. Ich wollte gerade sagen. Wie die Fliegen bitte draufstürzen. Nichts weiteres. Nein, ein Mini-Handel haben wir gerade gehabt. Das war es aber schon. Okay, passt. Mehr wollte man doch gar nicht sehen.
Hat es jetzt eigentlich bisher was gebracht? Mikrogitterfabrik. Ja, das würde ich viel machen. Mal schon mal bergen. Ach, du bist schon mal dabei. Das passt ebenso. Du bewegst dich auch irgendwo anders hin. Und was ist denn mit dir hier? Ihr seid nicht alle besetzt. Aber es sollte jetzt theoretisch besser laufen. Nein, immer noch Erzprobleme. Immer noch kleinere Erzprobleme hier. Obwohl demnächst eine ganze Ladung von denen kommt. Wir kaufen auch liebend gerne alles ein, wenn es sein muss. Aber es reicht nicht aus. Es reicht hinten und vorne nicht aus. Ach je. Habe ich denn schon so viel von dem Sektor auch leergeräumt, oder wie? Asteroidengürtel. Mal Sonnenlicht. Eis, Erz. Ja, okay, da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt noch ein bisschen was. Haben wir sonst noch Erze da? Ah, nee, das war das Problem, dass wir nicht zu wenig haben. Wenn, dann müssten wir es, glaube ich, hier machen. Da müsste die Grunderz eigentlich noch gut sein. Sonnen, natürlich Ressourcen. Zack, zack, 206 Millionen. Ah, doch hier, warte mal. 206 Millionen Erz. Habe ich mich da gerade vertan? Natürliche Ressourcen. Ich brauche mal kurz was zum Hinheben. Das ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Ne, 312 Millionen. Ist eigentlich genug da. Mehr als genug da eigentlich. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, so wie ich es gerne hätte. Okay, Schmiede. Geschicke Übersicht. Du bist immer zu wenig da. Yep, außer Helium. Da hast du genug. Das Ressources, du bist eigentlich nichts. Ja, du bist gar nichts. Wie wäre es denn hier mit logistischer Übersicht? Ich hätte es heute akzeptiert, es passt. Haben wir wieder 52 Millionen dazu bekommen. Du bist noch weit am Schießen, das passt und das passt auch. Immer schön weitermachen, immer schön weitermachen. Ich glaube an euch. Silizium, Silizium. Ihr sucht alle gerade Silizium bis zum Umfallen und Eis. Ich kann es zum Teil nachvollziehen, aber zum anderen Teil braucht man halt echt mal noch Erze hier. Das wäre nicht das Verkehrteste. Ich bitte darum, noch mehr zu machen. Das ist einfach momentan unser Steppenpferd. Schiff kaufen. XL-Schiff. Nein, L-Schiff. Entschuldigung, L-Schiff sind wir zu Hause. Mineralienschiff. Schweres Layout. Hinzumachen. Und zwei Stück davon. Bestellung bestätigen. Eieieiei. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen Zustand das Ganze zurückgelassen habe. Fraktion verbessert, ist auch das auch. Abbuchen von ein paar Millionen, das ist auch in Ordnung. Jetzt halt einfach noch mehr kaufen würden. Das große Problem, sie müssten eigentlich noch viel, 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 viel mehr kaufen bei uns. Auch die Zwischenprodukte hätte ich nichts dagegen. Wenn sie die noch ein bisschen mitnehmen würden, aber wer möchte schon großartige Zwischenprodukte kaufen? Wenn er auch warten kann aufs Endprodukt, das hoffentlich irgendwann mal kommt, sagen wir es mal so. Na, komm schon, noch ein weiteres Menünchen. Ein weiterer Grund, warum ich so froh bin auf Sinsa. Oh, meine Güte. Jetzt müssen wir nochmal zwei Stück gleichzeitig fertig bei der Aktion. Ob ich es von hier aus nicht sehen kann, was doch ein bisschen weit weg ist, gebe ich zu. Bisschen arg, aber was soll's. Laderaum ist zum Großteil gefüllt. Ich muss auch mal gucken. Das wird nämlich auch eins von den Dingen sein, die wir nicht zu gemacht werden. Dass wir quasi den Krieg zwischen den Terranen und den Argonen beginnen werden. So quasi nebenbei. Das stelle ich mir jetzt recht lustig vor.
Kommando schürfen und schürfen, wunderbar. Ja, Andocken gibt es genug. Und theoretisch kannst du wieder hinfliegen, schätzungsweise. Ja, das könntest du machen. Informationen über euren Befehl. Das wurde priorisiert, das ist gut, sehr gut sogar. Dann hoffe ich auch mal, dass ihr das auch nach und nach machen werdet, weil... Verfolgen wir ihn doch mal. Was wird er in seinem Jahrteraum haben, wenn er fertig ist? Nicht so, wie es ausschaut. Okay. Er fliegt gerade irgendwo hin. Wasser und Helium, alles klar. Erz wird gemacht. Deswegen fliegen die gerade alle hier rüber, wegen Erz. Natürlich auch eine Sache. Logistik, hier ist immer wenig drin, das ist aber klar, genauso wie hier. Weil ihr seid nur unsere Zwischenbilanz, würde ich mal behaupten. Proteinpaste, Kommissionssoldat, das haben wir gestoppt, das haben wir auch gestoppt. Moment, ich hätte gedacht, Materialus wäre... Ah ja, weil es Materialus ist, okay. Materialus und Ressourcen sind zwei Paar Schuhe. Ressourcen verteilt die Sachen nur besser. Das ist wunderbar. Schürfen, 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 schürfen. Silizium hat er hier. Überhaupt Silizium drin. Das scheint euch echt lieb zu sein, das Silizium. Okay, haben wir es vernichtet? Wir haben es vernichtet. So, das heißt, der Sektor ist damit auch geklärt. Nice. Okay, das ist schon mal richtig gut. Das ist... Oh, für die Primus, du hast gerade so noch geschärft. So, bitte. Wir gehen mal rüber. Ich würde gerade sagen, die wird nicht angegriffen. So ein Schwachsinn. Wir möchten zu dir Schwanengesang rüber. Dich hier. Einmal bitte teleportieren zu. Möchten wir es nur kurz machen. Und einen kleinen Ping absetzen. Theoretisch müsste nichts mehr da sein, aber wer weiß, wer weiß. Wenn noch kleine Jäger da sind, kann alles Mögliche noch hier sein. Also ich muss jetzt... Dankeschön. Grausamer Vorstoß. Muss genau jetzt die Abspeicherung wiederkommen. So, Hallöchen. Ich nehme mir das Kommando mal kurz. Sodle. Wir haben einmal gepinkt. Und haben aber nichts mehr weiter gefunden. Ich würde mal behaupten, dadurch ist dieser Sektor für uns... relativ bis ganz stark in Ordnung soweit. Okay, jetzt ist der Magnet aktiviert, aber er bringt nicht wirklich was, dann ist es egal. Okay, das ist was wir wollten. Aufgangsjäger der Xenos, die sind mir sowas von egal. Dann sagen wir doch mal, wir geben das Kommando wieder zurück. Aber nein. Bin ich jetzt doof? Ah, genau. So kommt man raus. Dankeschön. Für Leute Primus und Sekundus. Primus darf mitkommen. Primus darf quasi mal hier hinfliegen. Hinfliegen und warten. Wunderbar. Gibt es noch was zu tun gerade? Nein, gibt es nicht. Wunderschön. Dann sagen wir noch unsere andere Flotte hier. Sekundus. Du darfst schon mal hier rüber kurz gucken. Schauen wir, ob wir da irgendwas finden können. Aber ansonsten würde ich mal behaupten, wir sind safe. Wir sind einfach mal sowas von safe hier. Ja, ein bisschen was gefühlt, ja auch ein bisschen was gefühlt.
Sitzt, passt und hat Luft. Jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir mit dem Ärzten noch ein bisschen was machen können. Also Preisfindung machen wir auch noch an. Gucken wir, ob wir ein bisschen was kaufen können. Das wäre nämlich auch noch was. Aber ansonsten muss ich sagen, haben wir es gerade echt das Problem. Wir haben dich, dich, dich und es fehlen die Rohstoffe einfach. Es fehlen die Rohstoffe, wir müssen ein bisschen vorankommen. Deswegen würde ich mal sagen, nach unserem triumphalen Triumph hier, werde ich einen Cut machen. Und entweder wird die nächste Folge dann quasi über Timelines sein. Wahrscheinlich ja. Und ich selber werde noch ein bisschen rumspielen. Das heißt, ich werde das Ding einfach auf Zinser laufen lassen. Und Kohle verdienen, damit wir quasi unsere Raumstation und alles mal zurechtbekommen. Und auch, dass das Ganze hier mal ein bisschen besser funktioniert. Weil so kann das nicht weitergehen. Dass wir quasi alles haben, fast alles haben, bis auf Erz. Das geht natürlich nicht. Und eventuell könnte man schon mal Krieg ganz... Nee, den Krieg wäre jetzt ungünstig noch. Noch müssen wir gucken, dass wir quasi unsere Station voll hinbekommen. Es gibt keinen Raum hier an der Station. Doch, das gibt es doch alles. Ja, keine Ahnung, was das ist. Wie ist dabei dein Kommissionsgesagt? Haben wir da, haben wir auch da. 5 Millionen wären auch hier. Das müssen wir selber bringen. Ja, das... Das regeln wir alles. Na, oh. Ich wollte gerade sagen, wird angegriffen. Gehen wir da mal raus. Und wir sehen uns dann, würde ich mal behaupten, beim nächsten Mal. Tippen wir zu. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss, Ole.